Wir befinden uns hier auf dem Digitalkongress in Frankfurt am Main. Ich habe heute einen besonderen Gesprächspartner, den Herrn Professor Stein von der FOM, der Hochschule für Ökonomie und Management. Vielleicht wollen Sie sich kurz vorstellen. Mein Name ist Holger Stein, ich bin Professor an der FOM hier in Frankfurt am Main und die Professur ist insbesondere dem Bereich der Unternehmensführung gewidmet. Unternehmensführung und Digitalkongress, da bräuchten wir noch zwei erklärende Sätze dazu. Wir haben in den letzten 3 Jahren vermehrt festgestellt, dass Digitalisierung, agiles Management relevant ist für die Unternehmen. Das sehe ich insbesondere in Abschlussarbeitsthemen. Das heißt, vor 3 Jahren wäre eine Thematik wie Digitalisierung ein exotisches Thema gewesen. Heute ist jedes zweite Thema hier positioniert. Und deshalb sind wir auch als Hochschule hier aktiv tätig, repräsentieren die Hochschule bzw. haben einen Projektvorschlag, der eben in Kooperation mit dem VDE sich positionieren möchte. Sie haben gerade den Verband der Elektrotechnik, Informationstechnik, Elektronik erwähnt. Was treibt Sie dazu, gemeinsam mit dem VDE hier einen Stand zu machen? Tja, Herr Groß, also wir haben natürlich hier die Verbindung oder die Möglichkeit der Verbindung zwischen der Verbandsarbeit, der praktischen Arbeit für die Mitglieder auf der einen Seite, repräsentiert durch Sie, und auf der anderen Seite natürlich das Know-how der Hochschule und wir als Hochschule, die in berufsbegleitenden Studiengängen positioniert ist, hat natürlich extrem viel Wissen aus der Praxis. Was brauchen Unternehmen? Was möchte die Praxis überhaupt umgesetzt haben? Wir haben heute in den ersten Referaten einiges über KI gehört. Ich war sehr überrascht, die Frau Professor Sinemus hier zu hören. Wie ist die Positionierung der FOM zu diesem neu entstehenden Digitalministerium? Wir sehen die Entwicklung sehr, sehr positiv, weil wir glauben, es ist notwendig, dass es eine kompetente Führungshand gibt, die alle Aktivitäten, die in Hessen stattfinden, positioniert sind und koordiniert werden. Ja, dann wünsche ich Ihnen hier viel Erfolg, gute Gespräche und ich denke, wir werden bald wieder von Ihnen hören. Dankeschön, Herr Groß. Wiedersehen. Danke.